Und willkommen zurück in Trübwasser. Also, da gehen wir jetzt hin. Wenn die Karte recht hat, ist hier ein Durchgang. Gehen wir doch mal schauen. Straße zum Dorf. Geralt! Rittersporn. Wie kommt ihr denn hierher? Per Teleportation. Triss hat mich auch teleportiert. Das war so aufregend. Ich wollte schon immer wissen, wie sich das anfühlt. Das hat sie für euch getan? Sie muss einen guten Tag gehabt haben. Und? Warum hat Triss euch teleportiert? Sagen wir, sie bewahrte mich vor dem Kuss des Todes. Interessant. Vielleicht verwende ich das für meine neue Ballade. Auf jeden Fall ist das hier ein bezaubernder Ort. Triss sagte, wir sollen hier bleiben, bis Prinzessin Adda nicht mehr davon träumt, euch die Kehle aufzuschlitzen. Da muss ich ihr wohl zustimmen. Dann erzählt mir ein bisschen was von diesem Ort. In Prosa, wenn es euch nichts ausmacht. Es ist eine bezaubernde Gegend mit magischem Flair. Die Bauern wirken vollkommen glücklich und die Bäuerinnen. Geht es vielleicht etwas genauer, Rittersporn? Nun, es soll eine Hochzeit geben. Alina, des Bürgermeisters Tochter, wird Julian heiraten, einen reichen Kaufmann aus Kovir. Und dann wären da noch die Wodjanoi. Oh, Alina kümmert sich um Alvin. Um unseren Alwin? Ja, außer er hat einen Zwillingsbruder. Rittersporn. Ja. Oh, da fällt mir etwas ein. Triss sagte, ihr sollt auf ihn aufpassen, weil andere hinter ihm her sind. Oder so ähnlich. Noch etwas? Ich glaube nicht. Und jetzt gehe ich zur Taverne, zu einer schönen Maid, die mich aufzumuntern versteht. Oh, hat's aber eilig. So, dann schauen wir doch mal. Was sagt die Karte? Das Gasthaus. Da ist Alinas Haus. Gehen wir erstmal zu Alina. Was machen die? Da mache ich die weite Reise und sehe keine Spur von einer Hochzeit. Seltsam. Ihr sprecht nicht wie einer aus Rivien. Ich habe gar nicht gesprochen. Mittagserscheinungen? Unsinn. Das ist ein Schmied. Sollte ich mich sputen? Schmiedessohn. Seid gegrüßt! Hallo. Wie kann ich dem Herrn helfen? Wer mögt ihr wohl sein? Ich bin ein Meisterhandwerker zu euren Diensten. Ich erledige Reparaturarbeiten jeder Art, stelle ungewöhnliche Objekte her und bin ein tüchtiger, kreativer Schmied und Zimmermann. Ihr seid recht vielseitig. Man muss ja schließlich leben, darum biete ich auch andere Dienste an. Zudem habe ich ein recht teures Hobby. Ein Hobby? Genau. Meine Verwandten und ich wollen eine Flugmaschine bauen. Wir haben schon mehrere gebaut, aber keine funktionierte und wir mussten die medizinische Versorgung des Piloten bezahlen. Verstehe. Ja? Berengar erwähnte, dass ihr die Legende von Rabe kennt. Ich weiß nichts über die Legende. Ich interessiere mich mehr für Technik. Diese Rüstung war ein Durchbruch, der nur durch Fortschritte in Metallurgie und Schmelztechnik möglich wurde. Sehr interessant. Wegen der Rüstung. Ich kann euch ihre Qualitäten schildern. Gut, aber bedenkt, ich weiß nur wenig über Metallurgie und Schmiedekunst. Drei Elemente von Rabes Rüstung sind erhalten. Eine Schulterplatte, eine Armröhre und einen Handschuh. Bestes Eisenerz und neueste Technik kamen bei der Herstellung zur Anwendung. Nicht diese nutzlosen Schmelztiegel aus Temerien. Die Gnome sind uns technologisch eine Generation voraus. Die haben Schmelzöfen und Gusstanks unter dem Carbonberg, von denen unsere Handwerker nur träumen können. Könnt ihr mir etwas über die Rüstung erzählen? Wie ihr wollt. Mit den erwähnten Techniken kann man Stahl herstellen, der hart und flexibel zugleich ist. Praktisch unzerstörbar. Wie gesagt, es sind nur Teile der Rüstung erhalten. Wenn ihr die ganze Rüstung restaurieren wollt, müsst ihr Ersatzmaterialien finden, sowie jemanden, der die Teile zusammenbauen kann. Irgendwelche Vorschläge? Sucht in Grüften, in denen große Ritter begraben wurden. Die Grafen der Ruyter-Dynastie sollen ähnliche Rüstungen getragen haben. Deren Teile sollte man umschmieden können.
Und hier. Schwertschneuschmied. Haben eh nichts. Wir könnten ihm. Ach nee, das ist das. Nee, warte, das ist das Lager, hä? Können wir das verkaufen? Ah ja. Er hat sonst nichts. Das haben wir alles gelesen, dann verkaufen wir das mal. Ein bisschen Platz schaffen. Die Silberringe brauchen wir auch nicht, ne? Verkaufen wir mal alles. Die blöden Ringe machen auch nichts, außer dass sie hübsch aussehen. Verkaufen das alles mal. Wir werden es wahrscheinlich wieder zurückkaufen irgendwann. Aber jetzt erstmal Platz schaffen. Den Rest würde ich erstmal behalten. Okay. Und hier ist doch der Sohn. Mal gucken, was der zu reden hat. Ein Kunde! Warum so überrascht? In Trübwasser kauft selten jemand Waffen. Ich bin kein Geschäftsmann wie mein Vater. Euer Vater? Mein Vater trug mir auf, Waffen zu verkaufen. Doch wenn keiner was kauft, aber Paps widerspricht man nicht. Vielleicht wollte er, dass ihr beschäftigt seid. Vielleicht. Ich soll mich still verhalten und verkaufen, wenn jemand kaufen will. Na, zeig doch mal, was du so hast. Hier hatten wir, was ist das? 7 bis 15. Das. Da haben wir noch Meteoritenerz. Brauchen wir jetzt auch nicht. Und die Steine. Waffe. Chance auf eine Waffe. Aber 3000 wollen wir dafür haben. Nee. Ich möchte auch nichts kaufen. So, aber. Huch. Haus des Schmieds. Ach, da ist Alinas Haus. Das ist sozusagen. Das hier. Ja. Gehen wir doch mal rein. Guten Morgen. Seid gegrüßt. Ich bin Geralt, der Hexer. Meister Rittersporn sang einst eine Ballade über einen Hexer. Da wird mir ganz warm ums Herz. Sind Hexer wie Ritter, die das Böse und das Verbrechen bekämpfen? Nicht ganz. Die Ballade war so romantisch. Vom Schicksal aneinander gekettete Liebende, die nicht zueinander fanden. Wahrhaft romantisch. Ich werde bald heiraten. Was führt euch her? Kümmert ihr euch um Alwin? Ja, er hat so wunderschöne, große Augen. Leider möchte mein zukünftiger Gatte Alwin nicht adoptieren. Kann ich mit Alwin sprechen? Ja, normalerweise spielt er im Dorf oder hilft mir hier im Haushalt. Lebt wohl. Wartet, ich habe eine Bitte. Wenn ihr am Gasthaus vorbeikommt, würdet ihr nach meinem Verlobten sehen? Und vielleicht schauen, ob meine Schwester Selina irgendwo zu sehen ist. Euer Verlobter treibt sich im Gasthaus herum? Wir reden nicht miteinander. Er ist böse auf mich. Wir haben wegen Alwin gestritten. Ihr streitet schon. Julian möchte, dass wir eigene Kinder haben. Er will Alwin zum Tempel der Militele schicken oder zum Hexer ausbilden lassen. Ihr findet ihn in der Taverne. Verstehe. Na, das steht ja unter einem sehr guten Stern. Auf und zu. Hm, nimm alles mit. Hallo, Elvin. Verräterisches Weib. Hallo, Geralt. Ich habe ein neues Zuhause. Es ist schöner als Visima. Aber ich vermisse euch. Es gefällt dir hier. Ja, töten wir zusammen Ungeheuer? Alwin, es ist außerordentlich gefährlich, gegen Ungeheuer zu kämpfen. Versprich mir, dass du das, wenn irgend möglich, vermeidest. Ich versprech's. Es gibt Elfen hier in der Gegend. Eine ist echt hübsch, aber sie hat mit Herrn Tobias gestritten. Können wir Töte den Elf spielen? Herrje, ich muss echt ein Wörtchen mit dir und Alina reden. Das hat nichts mit Alina zu tun. Alle Kinder spielen das. Ich bin immer der Großmeister. Wir reden später weiter. So, da ist die Alina, da hinten ist noch ein altes Fass. Oh, ein Buch. Oh, das haben wir schon gelesen. Aber das können wir ja wieder verkaufen.
Sinnvolles drin. Was? Kommen wir da gar nicht ran, schade. Was sieht er nur in ihr? Okay. Welches Häuschen besuchen wir denn jetzt? Adams Haus. Gehen wir doch mal zu Adam. Oh, wer bist du? Ah. Seid gegrüßt. Ich bin Adam. Wenn man vom Teufel spricht. Ich versuche, ein Liebesgedicht für meine Herzensdame Eilina zu schreiben. Frag den Dichter Rittersporn. Er soll angeblich sehr gut sein. Er verkündete, dass die Liebe meine Inspiration sein werde. Er selbst beschäftigt sich mit einem Ablenkungsmanöver. Einem Manöver? Er wirbt um die Müllerstochter, um so Fräulein Alene eifersüchtig zu machen. Ziemlich gerissen. Wie ein Fuchs. Kann ich euch etwas fragen? Ja. Seid ihr in Alina verliebt? Ihr wisst doch, sie wird heiraten. Ich liebe sie heimlich. Ihr müsst daher diskret sein. Und die Ehe ist niemals ein Hindernis für wahre Liebe. Auf bald. Hey, nein, komm wieder zurück. War noch nicht fertig. Hey, bleib stehen. Ja? Gibt's hier Elfen? Sie hatten ihr Lager ganz in der Nähe aufgeschlagen, aber sie sehen nicht gerade wie epische Helden aus. Krank und ausgehungert eher. Viele sind bereits gestorben. Sind sie friedlich? Ganz und gar. Herr Tobias wollte ihnen helfen, doch die Anführerin lehnte die Almosen der Menschen ab. Typisch für Elfen. Lebt wohl. Na, hey. Ja? Wie kommt ihr mit eurem Gedicht voran? Deine Hände zart und schlank und dein Körper lang und rank. Bis nächtens um 3:30 verzehr ich mich nach dir. Genug. Verschont mich. Ja? Ja, auf das bald. Okay, bei Adam waren wir also schon. Was haben wir hier? Das ist der Dorfprobst. Eine preisgekrönte Kuh. Moment. Seht sie euch gut an, Herr Hexer. Eine Kuh wie die kriegt ihr wohl nie wieder zu sehen. Sie ist beeindruckend. Seht nur ihr glänzendes Fell, ihren Schwanz und das Euter. Wir wollen sie mit dem Preisbullen aus Bullendorf paaren. Das wäre doch was. Eine weltberühmte Zucht. Zweifellos. Ach, unsere Erdbeere ist so schön. Auf bald. Okay, das war die Preis. Seht her, unsere preisgekrönte Kuh. Noch ein Kuhfan. Sie gibt jeden Tag 10 Liter Milch. Ja, okay. Wenn ihr das sagt. So, gehen wir mal zum Probst. Tja, das sind Bienen. Vielleicht sollte ich seine Bekanntschaft. Wo ist denn der Eingang? Kommt das richtige Haus, ja? Ah, da ist der Eingang. Hallo Dorfprobst. Darf ich mal kurz in deinen Kleiderschrank gucken? Ah. X. Nehmen wir mit. Ich werde alt. Sonst noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Tobias Hoffmann. Seid gegrüßt. Hallo. Wie nennt man euch denn? Geralt von Riva. Hexer. Welch ein Glück, dass uns gleich 2 Hexer besuchen. Hoho. Ich, Tobias Hoffmann, bin der Dorfprobst. Euch auch. Hoho. Bestientöter, was führt euch hierher? Ich wollte mit euch über die Wodjanoi sprechen. Um dieses Geschäft kümmert sich Julian. Geschäft? Er fischt Schätze aus dem See, restauriert sie und schickt sie auf die Märkte von Visima. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Eine Kreatur, die wie ein Fisch mit Beinen aussieht, erscheint am See. Es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Sie hat riesige Zähne und gleicht einer toten Schwiegermutter. Sie soll grässlich sein. Gibt es Belohnung für diese Kreaturen? Bringt mir einen Beweis.
Dann bin ich großzügig. Erzählt mir mehr. Worüber? Gibt es in der Gegend Anderlinge? Am Ufer leben Elfen. Was für eine üble Bande. Ich wollte ihnen etwas übrig gebliebenes Essen geben. Die haben mich so kalt angesehen, dass ich fast erfroren wäre. Sie sind ein seltsamer Haufen. Aber ich habe hier im Dorf schon genug zu tun, auch ohne mir über sie Gedanken zu machen. Ich habe gehört, es soll eine Hochzeit stattfinden. Tja, meine Tochter Alina heiratet einen galanten, fleißigen und ehrlichen Burschen. Wisst ihr, was für eine Freude es ist, einen anständigen Mann für die eigene Tochter gefunden zu haben? Nein, das dachte ich mir. Euresgleichen denkt eben nur an den Kampf. Das ist nicht ganz richtig, aber wie sieht es aus? Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Es gibt wichtigere Angelegenheiten zu erledigen. Wir werden das ein anderes Mal diskutieren müssen. Wisst ihr, wo ich den freundlichen Vodja-Neupriester finden kann? Er sitzt häufig beim Altar der Herrin des Sees am Ufer. Manchmal verjagen ihn die Anhänger Dagons, aber er kommt stets zurück. Okay, das verstehe. Ja, gut, den Probst haben wir dann auch gesprochen. Wo geht's denn als nächstes hin? Da oben ist Selina. Geht zum Gasthaus, da geht's zum Seeufer. Geh mal zu Selina, oder? Da oben. Hier, ja, wenn ich das. Ja. Okay. Da. Hier lang. Vielleicht sollte ich seine Bekanntschaft machen. Ihr bringt mir. Meine Wolken tut weh. Da mache ich eine weite Wolke Reise und sehe eine Spur von einer Hochzeit. Wenn da schon eine Tür ist. Und hier ist jemand zu Hause. Ihr seid anders. Wie interessant. Oh, hätte ich doch nur einen Sohn, so hübsch wie Alvin. Oh, Buch. Alkohol. Eine Hose. Wollte ich mal mitnehmen. Ah. Na gut, ist auch erstmal zweitrangig. Warte mal. Gänseblümchen. So, wo ist denn Selinas Haus? Tür. Ja? Hübsch. Hä? Ah, das ist das richtige Haus, aber wo ist der Eingang? Tür gesehen? So ein doofes Spiel. Denn diese... Wie konnte sie mich nur so behandeln? Da. Ist sie zu Hause? Nee. Gucken wir doch mal die Schränke durch. Auch mehr Alkohol. Ja, da haben wir 8, dann haben wir 10. Das passt auch. Ja, nee, sonst nichts. Dann würde ich sagen, auf zum Gasthaus. Ich bin ja so schlau. Und in diese Richtung. Wo geht's da hin? Also hier rechts zum Gasthaus. Okay. Dann ist das hier wohl das Gasthaus. Alles schon geschmückt für die Hochzeit. Ich hätte gern einen Happen. Ähm,
Da ist was, Selina. Dieser Ort stinkt. Guten Morgen, Hexer. Seid gegrüßt. Ihr seht traurig aus. Meine Schwester heiratet einen Mann, den sie nicht einmal mag. Ich habe für die Hochzeit nichts anzuziehen, da unser Vater alles für die Mitgift seiner geliebten Tochter ausgibt. Außerdem ist es höllisch heiß. Aber sonst ist alles bestens. Hört sich ja nicht so gut an. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ist eure Schwester glücklich über die Heirat? Sie ist glücklich. Aber sie kümmert sich nicht um ihre kleine Schwester. Alina verdient nicht, glücklich zu sein. Oh, wie ich dieses Prinzesschen hasse. Jetzt hat sie Julian bezirzt, einen reichen Kaufmann aus der Stadt, und stolziert hochnäsig herum. Grämt euch nicht. Auch ihr findet einen guten Mann. Besser als Julian? Doch nicht. Ach je, ich leide für die Massen, Adam. Jämmerlich. Oder meint ihr gar den Eremiten? Verschont mich damit. Habt ihr Julians Verlobungsring für Alina gesehen? Der Diamant ist größer als ein Taubenei. Beruhigt euch wieder. Warum tretet ihr für sie ein? Gebt es zu, sie hat euch verzaubert. Ich hasse sie. Euch bekommt sie nicht. Ihr könnt mich sofort haben, auf dem erstbesten Stein. Ihr müsst mir nur einen schöneren Ring geben als den, den Alina von Julian bekommen hat. Ich habe den Ring. Nee, eigentlich nicht. Zeigt her. Habe alles verkauft. Er muss schöner sein als Alinas Verlobungsring. Ja, ich sage ja, wir kaufen das alles wieder zurück. Auf diese Weise erreichen wir gar nichts. Ja, später. Komm darauf zurück. verflixt, wir haben keinen Platz. Wir müssen Platz schaffen. Okay. Geh mal ins Gasthaus. Ihr bringt nur los. Ärger. Da kommen wir doch bestimmt wieder an unsere Kiste dran, oder? Hoffe. Dann können wir mal gucken, was wir da alles so Schönes haben. Geralt, seid ihr das? Wie geht es euch? Ich habe Alwin gefunden. Alwin? Moment, Triss wollte, dass ich etwas tue. Sie hat es mir eine Stunde lang eingebläut. Ah, genau. Ich habe ein Demeritum-Amulett für ihn. Rittersporn, man kann sich wirklich nicht auf euch verlassen. Ist das so? Nun, da fällt mir wieder ein, ich hatte ein Päckchen für euch. Ein Päckchen? Ich weiß es nicht. Irgendetwas, aber vielleicht habe ich es ja verloren. Hört auf zu schmollen, Rittersporn. Was habt ihr für mich? Gut, ich habe einen Brief von eurer Liebsten. Shani, her damit. So, ja, was haben wir hier? Das Bauer, Hochzeitsgäste, Kellner, Rittersport, Bauer, Trommler, der Geiger, die Schankwirtin und der Schankwirt. Willkommen in meinem Gasthaus, Reisender. Seid gegrüßt. Ruht euch aus, wenn ihr müde seid. Solltet ihr etwas essen oder trinken wollen, ruft meine Tochter. Werde ich. Macht es euch gemütlich. Danke. Kann ich euch helfen? Ich habe ein paar Fragen. Fragt, Reisender. Was hat es mit dieser Siedlung auf sich? Trübwasser. Wir leben abgeschieden. Tobias Hoffmann ist unser Anführer. Wisset auch, dass unsere Vorfahren einst in der Unterwasserstadt wohnten. Erzählt mir von Tobias. Er lebt im Dorf und bereitet eine Hochzeit vor. Daher dürfte er keine Zeit haben. Ich rede trotzdem mal mit ihm. Wenn er beschäftigt ist, redet mit seinem künftigen Schwiegersohn Julian. Danke für den Rat. Kann ich euch helfen? Ich habe ein paar Fragen. Fragt, Reisender. Was hat es mit dieser Siedlung auf sich? Trübwasser. Wir leben abgeschieden. Ja, das hatten wir schon. Was ist mit der Unterwasserstadt? Seewasser verschlang die Unterwasserstadt. Es heißt, die Lasterhaftigkeit ihrer Bewohner habe die Götter erzürnt. Jetzt leben die Wotjer neu in der Stadt. Höre ich da Stolz heraus? Wir erfreuen uns an unserem historischen Erbe, so wie uns unsere preisgekrönte Kuh mit Stolz erfüllt. Was die Unsitten unserer Ahnen angeht, da hat sich viel verändert.
preisgekrönte Kuh? Sie steht auf der Koppel zwischen den Häusern. Unser ganzer Stolz. Sie hat Trübwasser berühmt gemacht. Danke für die Geschichte. Kann ich euch helfen? Nö. Lebt wohl. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Was ist das da? Der Schaltwirt, hat der noch was zu erzählen? Seid gegrüßt, Herr. Eine geräumige Taverne habt ihr. Was? Glaubt ihr etwa, in diesem Land ist alles klein? Das war nicht böse gemeint. Wie kann ich euch helfen? Wo ist der Dorfbürgermeister? Im Dorf gibt's eine große Hütte, wo der Bürgermeister seine Zeit verbringt. Aber er wohnt in einer anderen großen Hütte, also... Ich finde sie schon. Wie kann ich euch helfen? Gibt's interessante Neuigkeiten? Es gibt eine Hochzeit. Unsere Alina, die Tochter des Bürgermeisters, heiratet einen Mann aus der Stadt. Julian ist sein Name. Er wohnt hier in meinem Gasthaus. Eine Sache noch. Ja? Ihr kennt bestimmt einige interessante Geschichten. Natürlich. Ich bin Schankwirt. Vor langer Zeit lebte ein Mädchen in einem fernen, fernen Land. Sie war eine echte Prinzessin, Zauberin und Hexerin. Alles drei? Ist das nicht ein bisschen viel? Unterbrecht mich nicht. Wollt ihr die Geschichte hören oder nicht? Ich unterbreche euch nicht mehr. Eine Geschichte über das Schicksal könnte sich als nützlich erweisen, Hexer. Sie wurde als Prinzessin geboren, es fehlte ihr an nichts. Sie hatte liebevolle Eltern und eine Großmutter, die als große Königin galt. Sie lebte in Palästen und wurde von Hunderten von Rittern beschützt. Alle dachten, dass sie eine mächtige Königin werden würde. Doch das Schicksal wollte es anders. Ihre Eltern starben. Feinde erschlugen ihre Großmutter und eroberten das Reich. Doch die Prinzessin überlebte. Ihr Schicksal wurde an das eines bestimmten Hexers gekettet. Sie fand eine neue Familie in Kaer Morhen, der Festung der Hexer. Dort lernte sie zu kämpfen. Doch abermals meldete sich die Vorhersehung zu Wort. Das Mädchen besaß eine Begabung für die Magie. Sie war eine Quelle. Die Hexer fürchteten die unkontrollierte Macht einer Quelle und benötigten eine Zauberin zur Unterstützung. Sie studierte die arkane Magie. Die Zauberin liebte einen Hexer und die beiden adoptierten das Mädchen. Sie war wahrhaft glücklich und hätte eine mächtige Zauberin werden können. Aber der Krieg brach aus und das Schicksal trennte die Familie. In seinem Kummer schwor das Mädchen der Magie ab und wurde eine Jägerin. Sie lernte, das Töten zu lieben. Der Tod folgte ihr. Alle, die sie geliebt hatte, waren gestorben. Nur der Hexer und die Zauberin wollten sich dem Tod nicht fügen. Das Schicksal spülte die junge Frau an ferne Gestade, doch sie kehrte zurück. Der übelste Meuchelmörder verfolgte sie, doch sie bezwang ihn. Agenten aller Königreiche hetzten sie, doch keiner wurde ihrer habhaft. Und als sie all ihre Feinde getötet hatte und endlich wieder Frieden Einkehr hielt, fanden sie, der Hexer und die Zauberin erneut zusammen. Doch das Schicksal verhöhnte sie abermals. Was ist passiert? Ein Bauer, der gar nichts von Waffen verstand, tötete den Hexer. Die Zauberin starb, als sie versuchte, ihn ins Leben zurückzuholen. Das Mädchen konnte nichts tun, da es der Magie abgeschworen hatte. Und so nutzte die Prinzessin, die nicht herrschen durfte, die Hexerin, die gegen Menschen kämpfte, und die Zauberin, die keine Zauber wirken konnte, ihre Macht, um diese Welt zu verlassen. Ich spüre, dass ihr mir nicht alles gesagt habt. Alles, bis auf eines. Ihr Name lautete Cirilla. Was spielt das für eine Rolle? Ciri. Wobei die Geschichte, glaube ich, nicht ganz stimmt, oder? Eine Sache noch. Ja? Ihr seht traurig aus. Kann ich euch helfen? Vielleicht. Der krumme Lud und Bodo Backenzahn haben eine Kiste des besten Feuerwassers gestohlen. Bringt sie mir wieder und ihr bekommt ein nützliches Artefakt. Welches Artefakt? Das war ein Scherz. Nicht gerade lustig. Eure Frage erinnerte mich an ein paar alte Spiele. Ich konnte nicht widerstehen. In Ordnung. Wie kann ich euch helfen? Eine Sache. Ja? Wir gucken erstmal unsere Kiste. Genau. Siehst du, das ist noch ganz voll. Oh, wir haben einen Ring.
Wir haben Ringe. Oh, Saphir, Silber, goldener Siegelring. Okay, warte mal, jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen aufräumen hier. Ein klitzekleinen Moment. Alk, Hirnfett, Level Alkohol, Milch. Den behalten wir noch. Was haben wir noch? Schwarzpulver, jetzt werde ich auch kaum. Da haben wir noch zwei Bücher, Ziegenmilch. Das Essen behalten wir mal. Die Wolfspelze packen wir mal weg. Trefferzahn. Hühnchen. Salamandra-Broschen brauchen wir nicht. Das Ding hat bloß mittleren Alkoholgehalt. Kann auch weg. Okay. Und den. Was ist das? Sehen. Saphirring. Wird auch bestimmt einen Diamantring haben, oder? Wette drauf. Und die nehmen wir schon mit. Wir nehmen mal den mit, den mit. Wir nehmen die beiden mal mit. So. Und ich höre Boxkämpfe. Und ich sehe Julian. Ich hätte gerne einen Happen. Also hier sind nur Hochzeitsgäste. Da ist die Kellnerin. Hey, komm, das machen wir in der nächsten Folge. Da reden wir mal mit dem Julian, der Kellnerin. Und werden hier mal diese Boxgesellschaft mal aufmischen. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.